Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal, wie der Ablauf bei mir so ist vor einer Kastration bzw. Operation. Das ist da eigentlich ziemlich ähnlich. Ich erkläre es euch heute mal anhand vom Beispiel von der Kastration von Henry. Und zwar werden die männlichen Kaninchen nach ihrem Einzug bei mir kastriert, falls sie noch nicht kastriert sind, damit sie dann quasi in der gemischten Gruppe, also Weibchen, Männchen, bei mir leben können. Natürlich lasse ich die Kaninchen dann erstmal sich im neuen Zuhause einleben, sodass der Stress vom Transport und Wohnungswechsel für die Kaninchen nicht zu groß wird und dann gleichzeitig halt auch noch die Operation, das wäre einfach zu viel Stress. Genau, am Vortag vor der Operation, da richte ich auch schon die Transportbox her, sowie Futter. Denn Kaninchen sollten bis kurz vor die Operation fressen und auch schnellstmöglich nach der Operation wieder zum Fressen anfangen. Das liegt einfach daran, dass diese Tiere, also Kaninchen, ein empfindliches Verdauungssystem haben und daher unterscheiden sie sich auch von anderen Tieren wie zum Beispiel Hunde oder Katzen. Die müssen ja bei der Operation nüchtern sein, Kaninchen hingegen dürfen nicht nüchtern sein. Genau, am Tag der Kastration oder Operation werden alle Tiere um 7 Uhr beim Tierarzt abgegeben, die eben an diesem Tag operiert werden. Und da findet dann quasi nochmal eine kurze Untersuchung statt und Besprechung, ob es dem Tier gut geht oder ob irgendwelche Auffälligkeiten sind, denn die Kaninchen sollen ja bei der Operation gesund sein. Wenn ich dann das Kaninchen zum Tierarzt bringe, bekomme ich dann auch gleich den Abholtermin am Nachmittag. Da kommt es auch immer drauf an, wann das Tier zur Operation dran ist. Und danach wird es noch eben noch längere Zeit beim Tierarzt behalten, dass wenn irgendwas ist, wegen der Narkose, irgendwelche Nachwirkungen sind, dass quasi das Tier dann medizinisch versorgt ist und dann erst im relativ fitten Zustand nach Hause kommt. Genau, bei der Operation selber kann ich jetzt nicht dabei sein, da kann ich jetzt auch keine Aufnahmen für euch machen, aber das denke ich ist auch nicht so schlimm jetzt. Eine Kastration ist ein kleiner Routineeingriff für kaninchenkundige Tierärzte und der Eingriff erfolgt auch von außen. Da werden quasi die Hoden aufgeschnitten und dann wird innen was durchtrennt. Und dann werden die einfach wieder zugenäht. Also es muss quasi nicht der Bauch geöffnet werden. Während dann das Kaninchen beim Tierarzt ist, da richte ich den Stall her, beziehungsweise das Abteil, wo er dann die 3 Wochen wohnt. Da tausche ich dann quasi erstmal das ganze Stroh durch Decken und Teppiche aus, weil das Stroh einfach die Wunde aufstechen könnte. Und ja, das wäre äußerst schlecht. Im Nachhinein habe ich auch erfahren, dass Sägespäne nicht ganz so gut sind, weil die eben Staub enthalten und der auch eben die Wunde verunreinigen kann. Genau, ich habe halt etwas für die Toilette gebraucht und bei mir hat das jetzt auch immer eigentlich ganz gut hingehauen. Zum ausgemachten Termin hole ich dann das Kaninchen auch wieder ab. Da kommt es dann erstmal hier oben in die Schutzhütte rein, dass es quasi geschützt ist und sich nicht irgendwie verletzen kann oder auch vor allem nicht irgendwo runterfallen kann, denn durch die Narkose ist manchmal der Gleichgewichtssinn noch nicht so ganz da. Und da könnte sich das Tier halt einfach verletzen. Zusätzlich gebe ich dann je nach Jahreszeit und Temperatur noch eine Wärmflasche mit rein, weil eben der Kreislauf durch die Narkose vielleicht auch noch nicht ganz so gut ist. Und dann kann sich das Tier eben bei Bedarf selber wärmen. Wenn sich das Kaninchen dann von der Narkose erholt hat und einen einigermaßen guten Zustand wieder hat, dann darf das Kaninchen eben auch wieder in den gesamten Bereich. Am Tag der Operation, also wenn das Kaninchen eben wieder daheim ist, da schaue ich ziemlich oft nach den Kaninchen. Eben einfach, dass es ihm gut geht, dass es sich gut von der Narkose erholt und dass keine Zwischenfälle aufgrund der Narkose halt eben passieren, dass man halt schnellstmöglich dann handeln könnte, falls irgendwas ist. Aber bei mir war es bisher noch nie was, also ja, alle Kaninchen haben eigentlich die Operation und Narkose gut überstanden. Täglich findet dann auch nicht die Wundkontrolle statt, da gucke ich dann, ob die Wunde sauber ist, ob sie nicht entzündet ist, ob sie gut verheilt und auch vor allem, ob alle Fäden noch drinnen sind. Weil es gibt so manche Kaninchen, die sich quasi die Fäden dann selber rausziehen und das ist halt nicht ganz so gut. Und dann gibt es eben täglich noch die Medizin, die ich halt eben vom Tierarzt bekommen habe und der sagt dann auch immer, wie oft man die Medizin geben muss und gegebenenfalls zeigt er das auch, wenn man das noch selber noch nicht kann. Genau, nach 10 Tagen werden dann beim Tierarzt die Fäden gezogen. Der Tierarzt schaut dann einfach nochmal drauf, ob die Wunde gut verheilt ist und dann kann das Kaninchen nach 3 Wochen Kastrationsfrist bei mir in die Gruppe integriert werden. Also da findet dann quasi die Vergesellschaftung statt jetzt.
bei der Kastration. Ja, dann war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie so eine Operation bzw. Kastration bei meinen Kaninchen abläuft. Ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen oder inspiriert euch. Und dann sage ich tschüss, danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal.